Wo geht's hier hinten hin? Irgendwie sehr creepy. A new soul has landed in our little town. Welcome, stranger. I see you don't have any spare change for my music, but you could at least give something to my dog. No kindness goes unrewarded. Ah, da hinten ist ein Hund, ja, hier. Thank you, take these clock hands. I might be blind, but I have a good feeling about you. You should go visit our monastery. Okay, er hat mir jetzt Uhrzeiger gegeben. Das ist vollkommen logisch. It's locked, I need a key. Okay, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Dann können wir die Uhrzeiger wahrscheinlich hier hinpacken. Nicht. Sieht so aus, als müssten da Uhrzeiger hin. Vielleicht auch nicht. Wir können aber auch noch nicht zum Kloster da hinten. Auch wenn der komische Dude gesagt hat, jo, geh mal zum Kloster. Check den Shit mal aus. Wir können der Eule auch nicht den Hut geben. Okay. Was geht hier so? Wir können auf jeden Fall nach da hinten weitergehen. Da steht noch jemand. Aber sollten wir hier echt nur den einen Knochen einsammeln können? Alle Teile der Statue. Okay, das heißt, der Statue fehlt irgendwas. Okay, also wahrscheinlich hat die hier irgendwas in dem Schälchen in der Hand, aber ich wüsste nicht was. Vielleicht den Sack oder die Magic Bottle. Die auf magische Art und Weise wieder da ist. Wir sprechen erstmal mit ihm. Can you help? Part of the monument is crumbled away. Thankfully all the pieces are right here at the bottom. I don't know how the monument is supposed to look. Okay, das heißt, wir müssen jetzt erst wissen, wie die Statue eigentlich aussehen soll und dann können wir puzzeln. Er verrät uns aber auch nicht, wie die Statue aussehen soll. Das wäre auch zu einfach. Warum sollte er auch? Also. Okay, und sonst können wir hier nichts machen, ja? Nein. Keine Planken für uns. Ah, hier ist irgendwas passiert, okay. Random Puzzle, okay. Alter, das macht halt hart Augenkrebs irgendwie. Ugh. Probier das jetzt einfach durch, irgendwo wird es schon passen. Nope. Nope. Vermutlich. Okay, das gehört dahin. Das gehört dahin. Nee, irgendwie nicht. Dahin. Dahin. Nee, dahin. Dahin. Okay, ein fantastisches Puzzle. I sketched the picture from the city well. Something tells me it might come in useful. Okay, ist das jetzt, wie das Monument aussehen soll? Warum ist das Ding überhaupt aufgeploppt? Das macht halt gar keinen. Ah, okay, jetzt können wir hier unten hin. Und müssen
10 Teile von dem Monument finden, okay? Das ging fix. Und jetzt sind wir hier fertig? Oder müssen wir hier noch was machen? Ich gehe mal zurück. Wir können da noch hin. Natürlich müssen wir das zusammenbasteln, okay. Die Libelle sitzt da. Der fette Käfer sitzt hier unten. Das Ding gehört. Bran, das Ding gehört dahin. Nein! Mach das mal nicht. Ist das so richtig? Ja, doch. Dann gehört die Blume da drunter. Ja, wobei, die könnte auch nach hier links gehören. Könnte auch so. Come on. Sag mal. Nee. Dann halt so. Dann haben wir noch einen Käfer hier, das Vieh hier. Wo ist der Marienkäfer? Ach, auf der Flanke, okay. Boah, tolle Effekte. Okay, und jetzt? Können wir mit ihm sprechen. Fantastic. It looks just the same as before. You're obviously new in town. I insist that you come by and visit me and my wife in our house across the courtyard. I'd like us to get to know each other better. Klar, lad mich direkt nach Hause ein. Ist überhaupt nicht creepy. Ja, du hast gar keine Frau. Du wirst mich einfach bei lebendigem Leibe häuten und aus meiner Haut einen Lampenschirm machen. Okay, du hast doch eine Frau. Die auf einem obszönen großen Tablett ein einziges Stück Käse hat. Und ihr habt eine sehr verstörte Katze. Und Ballons. Ihr habt ein sehr komisches Haus. My husband told me that you repaired the monument. That was very nice of you. The monument means a lot to the people of this town. Would you care for some cheese? Danke? I guess? Okay, Der Käse verschwindet unter ihren Brüsten. Also. Es gibt hier sehr fragwürdige Ebenen. Aber okay, ich. Was? Bitte nicht. Okay, cool, wir werden eingeladen und schlagen erstmal deren Vase kaputt. Werden sie nicht einfach nach dem Feuerzeug fragen können, oder? Ah, vermutlich nicht. Okay, was? Okay, Olwith Head every day at 16:45. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Kann ich jetzt die Zeiger an die Uhr setzen? Nee, wir brauchen da auch immer noch den Schlüssel. Ich weiß noch nicht, was wir mit dem Feuerzeug machen, ehrlich gesagt. Das ist schon das Gleiche, ne? Ja, okay.
Okay, also geht hier doch noch was? Ah, da sind die Planks, okay. Und dann basteln wir uns aus Nägeln und Brettern eine Leiter. Wir können mit der Leiter an die Uhr. Das macht alles erschreckend viel Sinn. Ach, komm schon. Okay, wir können nicht mit der Leiter an die Uhr. Können wir mit der Leiter irgendwo anders hin? Also ich wüsste gerade nicht wo. Um ehrlich zu sein. Wir haben halt gar keinen passenden Hotspot dafür. Die Ballons sind auch irgendwie ein bisschen creepy. Ich habe keine Ahnung warum. Warum habt ihr hier so Ausrufezeichen in eurem Haus schweben? Okay, aber hier geht, glaube ich, nichts mehr, oder? Sind das Kerzen? Oh, es könnten Kerzen sein. Es sah halt nicht wirklich nach Kerzen aus, aber okay. Ja, okay. Ich schließe mal auf. Okay, da brauchen wir die Leiter nicht für. Ja, ich würde die gerne einstellen. Darf ich? Lantern. Okay, Lantern braucht Feuerzeug. Oh, wow, wirklich? Okay, ich nehme das einfach so hin. Mehr können wir hier auch nicht machen, oder? Ich glaube, heller wird es hier nicht. Ich gehe einfach hier rein, oh Gott. Greetings. So you've made it to Terrastone. I'm sure you have many questions about why you're here. Just be patient. There's a cross up in the attic. Take this note and find it for me. Okay. Da ist ein Kreuz auf dem Dachboden. Hier, suchtet mal. So sieht's aus. Ich hab's auf dem Zettel gemalt. Viel Spaß. Dieses Spiel ist so weird, ne? There's a lot of old junk here. It would be helpful if I knew what I was looking for. Wir suchen nach dem Kreuz. Pair up items to tidy up the monk's chest. Okay, wir müssen 6 Paare finden. Aber wahrscheinlich jetzt nicht in dem Sinne gleiche Sachen, sondern einfach Sachen, die zusammenpassen. Vermutlich, also so Tintenfass und Feder. Ah, das ist eine Nadel. Okay, ich dachte, das ist hier die Feder zum Schreiben, aber okay. Ah, hier ist so ein Füllfederhalter. Hier ist eine kleine Kerze. Haben wir irgendwo ein Stück Torte oder so? Wenn es nicht alles so klein und wuselig und hässlich wäre, ne? Es würde so vieles einfacher machen. Okay, dieses Herz war kein Karton, sondern ein Stück Kuchen. Okay. Den Brief und... Ah, die Briefmarke da oben. Okay, das macht Sinn. Die beiden Schachfiguren. Nadel und Faden und dann fehlt noch eine Sache, nämlich die Note und der Notenschlüssel hier. Okay, cool.
pairs left. Find fragments, okay. Morgwi. Da und da und ein Teil fehlt noch, das ist hier. Find Ruby. Ja, es sind vier. Oder müssen wir jetzt noch vier finden? Oder brauchen wir fünf? Ich sehe aber auch keinen Rubin mehr. Ich habe gerade keine Ahnung, was das Spiel noch von mir möchte. Ja, okay. Also ist hier noch irgendwo ein Rubin? Ich sehe keinen. Ich meine, die waren ja nun schon sehr offensichtlich knallig rot im Vergleich zum Rest. Sehe ich jetzt nichts mehr. Ich kann aber auch das Kreuz nicht einfach mitnehmen. Okay, wir zünden tatsächlich das Papier an. Das ist ja vollkommen logisch. Our prophecies say that the church bells will toll again to signify the coming of the chosen one. Find the pulse of the bell and put it together again. From this moment forward, my thoughts and prayers are with you. I'll write a Facebook post about it. Oh. And if you encounter a ghost, please ignore him. He likes to cause problems and play stupid tricks, but he's harmless. Okay. Sicher. Damit können wir jetzt irgendwas machen. Achso, da müssen wir wahrscheinlich die Glocke hinhängen, ne? Hier ist die Spitzhacke übrigens. Was? Macht das alles irgendeinen Sinn? Ah, jetzt können wir hier puzzeln, okay. 5, 6, 7, 8, 4, oh Gott. Nope. Nope. Shit. Okay. Gosh dang it. Ist doch nicht wahr, Alter. Ich hab's mir aber nicht gemerkt, ne? Nein! Fuck. Ah! Gosh dang it. Das kann doch nicht so schwer sein. So, jetzt aber. Meine Güte. Das hat übertrieben lang gedauert. Okay, ein Teil der Glocke. What? Oh. Wir sollen mit der Spitzhacke bei den Fässern, bei dem Brunnen-Dingsi und hier beim Boot buddeln, okay. Und finden da dann jeweils die Teile. Und vielleicht auch in der Reihenfolge, wie es hier angepinnt ist. Also erstmal bei den Fässern. Die waren hier, glaube ich, an der Seite irgendwo, ne? Jo. So, dann hier. Wir müssen mehrfach mit der Spitzhacke draufhauen, das ist der Deal. Und der dritte Part war wo? Das habe ich vergessen. Müssen wir mal gucken.
An so einem Brunnen, die. Okay, wo ist das denn? Ist das hier drin? Nee, ne? Ah, das ist das Teil, okay. Too high to jump down. Neue Leiter.